Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum dritten Block im Rahmen der Suchbewegung nach dem, was wir Theorie der sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogik nennen. Ich begrüße recht herzlich Michael May. Michael May ist Hochschullehrer an der Fachhochschule, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wiesbaden. Darüber hinaus Privatdozent an der Goethe-Universität in Frankfurt. Michael May hat bis 1981 in Frankfurt an der schon genannten Goethe-Universität Sozialpädagogik und Sozialarbeit im Schwerpunkt studiert. Abgeschlossen hat er als Diplompädagoge. Er war anschließend daran tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem von der DFG geförderten Projekt zur Bedeutung des Handlungsraums von Jugendlichen als Teil ihrer Lebenswelt. Wer sich mit dieser Schrift, mit diesem Projekt und mit den daraus hervorgegangenen Publikationen schon mal auseinandergesetzt haben, wird feststellen, dass Michael May einer der ersten im Kontext dieses Projektes war, der sich mit sozialräumlichen Orientierungen von Jugendlichen beschäftigt hat. Und der Begriff der Lebenswelt ist eben in diesem Projekt auch wesentlich, soweit ich mich erinnere, über Jürgen Habermas geprägt worden. Michael May ist publizistisch und in Forschungsprojekten umfänglich in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Er hat, wie gesagt, Projekte durchgeführt zu Jugendlichen in der Provinz. Er hat Projekte durchgeführt zur Konstitution der Kinder- und Jugendarbeit. Aktuell beschäftigt er sich in einem Forschungsprojekt mit Fragen der Professionalität im Feld der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Er begleitet ein Modellprojekt der Lebenshilfe in Hessen und versucht dort den Unterstützungsbedarf zu evaluieren und zu eruieren. Er beschäftigt sich mit der Rolle, mit der Funktion und der Professionalität von Mitarbeiterinnen in Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen, also mit dem Feld Pädagogik der frühen Kindheit. Und, das fand ich ganz interessant, das wusste ich auch noch nicht, das hast du bisher nicht erzählt, unter anderem mit einem Projekt, das den soziokulturellen Praxen der Gemeinwesenarbeit vergleichend in Deutschland und in Kuba nachgeht. Insbesondere in der Literatur in den letzten Jahren ist er uns, glaube ich, geläufig über seine Einführung in die Theorien der sozialen Arbeit, inzwischen in der zweiten Auflage erschienen. Darüber hinaus über die unterschiedlichen Forschungsberichte und, so finde ich, insbesondere über seine Arbeiten im Rahmen der Jugendforschung. Und die zeichnen sich, zumindest aus meiner Perspektive, darüber aus, dass sie jeweils nicht nur die Jugendlichen in den Blick nehmen, sondern gleichzeitig auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wie Jugendliche ihre sozialen Räume, ihre Lebenswelten gestalten und welche Möglichkeiten die Sozialpädagogik hat, mit Jugendlichen zu arbeiten, die an der Gesellschaft an sich oder an den Umständen, unter denen sie leben, leiden. Recht herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und wir sind nicht nur gespannt, sondern auch motiviert, auch die letzte Stunde ganz konzentriert mit dir noch das zu diskutieren, was du vorbereitet hast. Danke. Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Das wird jetzt eine Zumutung. Schon der Titel verheißt das. Der ist zugegebenermaßen recht sperrig. Theorie sozialer Arbeit als Reflexions- und Orientierungsrahmen transdisziplinärer Vermittlungsansätze einer Bildung am Sozialen mit einer Bildung des Sozialen. Ich will beginnen mit einer methodologischen Vorbemerkung, um dann die verschiedenen Dimensionen des Sozialen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozess zu beleuchten.
Ich will versuchen zu skizzieren, wie historische Problemkonstellationen dann auf einmal als soziale Probleme artikuliert werden und vor diesem Hintergrund ein Modell der Professionalisierung sozialer Arbeit zu entwerfen versuchen und dabei natürlich auch auf das Verhältnis zwischen Disziplin und Profession sozialer Arbeit eingehen. Schließlich will ich normative Bezugspunkte von Theorie und Professionalität sozialer Arbeit herausarbeiten und abschließend Ziele und Aufgaben einer Theorie sozialer Arbeit zusammenfassen. Zur methodologischen Vorbemerkung. Allein schon aus Imagepflege muss ich natürlich mit einem Marx-Zitat beginnen. Aus der berühmten Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, und die will ich paraphrasieren im Hinblick auf Theorie sozialer Arbeit. Marx schreibt dort, das Ganze, wie es im Kopfe als Gedankenganzes erscheint, ist ein Produkt des denkenden Kopfes, der sich die Welt in der ihm einzig möglichen Weise aneignet. Und so muss auch Theorie sozialer Arbeit ein Produkt des denkenden Kopfes sein, der sich die Welt, und zu der gehört eben das Soziale, was immer das auch heißen mag, da werde ich ja gleich darauf zu sprechen kommen, in der ihm einzig möglichen Weise aneignet, nämlich dass Anschauungen und Vorstellungen in Begriffen verarbeitet werden. Diese Weise ist verschieden von der künstlerischen, religiösen, praktisch geistigen Aneignung dieser Welt. Und was Marx als praktisch geistige Aneignung bezeichnet hat, haben Tim Kunstreich und ich im Anschluss an Natorp als Bildung am Sozialen versucht zu theoretisieren. Marx schreibt weiter, das reale Subjekt bleibt nach wie vor außerhalb des Kopfes in seiner Selbstständigkeit bestehen, solange sich der Kopf nämlich nur spekulativ verhält, nur theoretisch. Und das bedeutet auch, dass gesellschaftliche Bildung des Sozialen und am Sozialen erstmal außerhalb der Theorie sozialer Arbeit in ihrer Selbstständigkeit bestehen bleibt. Auch bei der theoretischen Methode daher muss das Subjekt, die Gesellschaft, als Voraussetzung stets der Vorstellung vorschweben. Und das bedeutet auch, als gesellschaftliche Voraussetzung der Theorie sozialer Arbeit die gesellschaftlichen Produktionsprozesse einer Bildung des Sozialen und einer Bildung am Sozialen mit in den Blick zu nehmen. Das kann ich natürlich nur als denkender Kopf, indem ich Anschauungen und Vorstellungen in Begriffe fassen. Und von daher beißt sich gewissermaßen die Katze auch in den Schwanz. Bildung des Sozialen versuche ich zu fassen als Kooperation lebendigen Beziehungsarbeitsvermögens. Ich rede bewusst davon, dass lebendiges Beziehungsarbeitsvermögen kooperiert und nicht Individuen, weil ich davon ausgehe, dass lebendiges Beziehungsarbeitsvermögen selbst schon ein soziales Produkt ist. Und dass in einer Person solches Beziehungsarbeitsvermögen eine Gesellschaft bildet, die im idealen Falle mit der Gesellschaft außerhalb kooperiert oder harmoniert. Ich nenne das in meiner Sprache gelingende Selbstregulierung. Aus der Kooperation lebendigen Beziehungsarbeitsvermögen entstehen aber auch bestimmte Produktionsmittel des Sozialen, Rituale und Normen, ohne die irgendwie soziale Beziehungen wohl kaum auf Dauer zu stellen wären. Dann aber auch im Rahmen von Professionalität sozialer Arbeit bestimmte Methoden, Institutionen. Im Anschluss an Marx bezeichne ich solche Produktionsmittel als tote Arbeit, um einerseits zu verdeutlichen, dass sie alle aus lebendigen Beziehungsarbeitsvermögen hervorgegangen sind und zum anderen, dass im Unterschied zu dem Konstrukt von Evidence-Based Practice nicht solche Produktionsmittel wie Methoden, Programme, Institutionen aus sich heraus irgendetwas bewirken oder arbeiten, sondern nur das lebendiges Beziehungsarbeitsvermögen hinzugesetzt wird. Und von daher bildet erst lebendiges Beziehungsarbeitsvermögen und diese Produktionsmittel die Produktivkräfte des Sozialen. Von diesen lassen sich analytisch Produktionsverhältnisse unterscheiden. Andreas Schaschuch spricht da eher von Bedingungen oder Erbringungskontext.
Ich bevorzuge den alten Begriff von Marx der Produktionsverhältnisse, um zu verdeutlichen, dass es sich bei solchen Bedingungen oder beim Erbringungskontext um Verhältnisse handelt, die produziert worden sind. Und während Andreas Schaschuch in seiner Dienstleistungstheorie so tut, als ob man quasi von außen sagen könnte, das sind die Bedingungen, das ist der Erbringungskontext, das ist das Erbringungsverhältnis, gehe ich davon aus, dass zwischen Mitteln und Bedingungen nur aus einer Handlungsperspektive unterschieden werden kann. Während für die einen eine bestimmte Institution sozialer Arbeit eine angemessene Organisationsform der Hilfe ist und damit ein Produktionsmittel des Sozialen, können für andere die gleiche Institution Produktionsverhältnisse darstellen, die eigentlich der Entwicklung der Produktivkräfte des Sozialen nur entgegensteht. Damit bin ich schon zu sprechen gekommen auf die verschiedenen Dimensionen des Sozialen. Und ich habe auch schon angedeutet, dass aus der Perspektive, jetzt auch im Anschluss an Natorp von Tim Kunstreich und mir, eine Bildung des Sozialen immer vermittelt ist mit einer Bildung am Sozialen. Mit Marx habe ich gesagt, Bildung am Sozialen ist praktisch geistige Tätigkeit. Wissenssoziologisch könnte man das vielleicht am ehesten mit Polanyi als tacit knowing bezeichnen. In der bundesrepublikanischen Diskussion wird ja implizites Handlungswissen zumeist als tacit knowledge, also als tote Arbeit in meiner Begrifflichkeit genommen. Mir kommt es auf das Aktivische an und Bildung am Sozialen erfolgt aktivisch, deswegen tacit knowing als lebendige Arbeit. Das Problem ist, dass Polanyi das nicht sozial gefasst hat, tacit knowing. Das ist eine Aufgabe, an der ich mich jetzt abarbeite, auch empirisch gesättigt an dem Kuba-Deutschland-Projekt unter anderem. Wie gesagt, das ist eben ein Projekt, an dem ich jetzt gerade dran bin. Wenn ich hier von Sozialem rede, dann auf einer sehr elementaren Ebene. Und dieses Soziale unterscheidet sich von dem, wenn etwa Hannah Arendt davon spricht, der Aufstieg des Sozialen, oder wenn in Diskurs- oder machtanalytischen Arbeiten von dem Sozialen oder heutzutage Neosozialen gesprochen wird. Es unterscheidet sich von dem, was in Luhmanns Systemtheorie als gesellschaftliche Ausdifferenzierung eines eigenen Funktionssystems sozialer Hilfe oder sozialer Arbeit bezeichnet wird. Das Soziale war in Zeiten der subsistenzwirtschaftlichen Produktionsweise, es ist schon spät, ein integraler Bestandteil der Reproduktion des alltäglichen Lebens. Mit Verbreitung der industriellen Produktionsweise, vor allem in ihrer kapitalistischen Variante, entstanden bei Bildung des Sozialen bestimmte Problemkonstellationen. Auf der anderen Seite bildete sich aus diesen, oder als Bildung am Sozialen, eine ganz spezialisierte Produktionsweise von Erfahrung heraus, die wir heute gerne als human- und sozialwissenschaftliche Disziplinen bezeichnen. Beides ist aus meiner Sicht Konstitutionsbedingung dafür, dass sich das Soziale als arbeitsteilig ausdifferenzierte, institutionalisierte, professionalisierte gesellschaftliche Sphäre herausbilden konnte. Dass ich institutionalisiert und professionalisiert in einem Atemzug nenne, hat damit was zu tun, dass ich in der Tradition von Gertrud Bäumer das als zwei Seiten der gleichen Medaille sehe. Dass ich von arbeitsteilig ausdifferenzierten gesellschaftlichen Sphäre spreche, so deshalb, um einen deutlichen Akzent gegen die evolutionäre Perspektive der Luhmannschen Systemtheorie zu setzen und zu verdeutlichen, dass es ein Produkt menschlicher Geschichte ist, die von Menschen gemacht ist, zugegeben oft unter Verhältnissen, die sie sich nicht freiwillig gewählt haben. Ich will diesen Zusammenhang jetzt etwas genauer analysieren. Historische Problemkonstellationen, die bei der Bildung des Sozialen entstehen, sind nicht identisch mit psychologischen, gesellschaftlichen oder wie immer man die bezeichnen mag, Probleme.
Die sind nämlich ein Produkt disziplinären Wissens. Und dieses disziplinäre Wissen ist vor allem eine Sache der Logik. Seit Marx' Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie wissen wir, dass davon die Logik der Sache streng zu unterscheiden ist. Um dies an einem Beispiel zu illustrieren, zwar funktioniert ein Computer auf der Basis einer binären Logik von 0 und 1 bzw. ein und aus. Die Logik der Sache, die Luhmanns Systemtheorie als Autopoiese sozialer Systeme oder von gesellschaftlichen Funktionssystemen thematisiert, folgt aber mit Sicherheit nicht einer solchen binären Logik. Das Interessante ist, dass soziale Probleme zunächst einmal ganz stark transdisziplinär artikuliert worden sind. Also nicht in den klassisch ausgebildeten Disziplinen und eigentlich auch den Wissenschaftsbereich verlassend, vor allem im Rahmen sozialer Bewegungen. An erster Stelle wäre hier zu nennen die Arbeiterbewegung. Nicht, dass die Arbeiterbewegung generell soziale Probleme transdisziplinär artikuliert hätte. Marx in seinen kritischen Randglossen unterscheidet zwischen einer Revolution von politischer Seele, die darauf zielt, eben die Trennung von politischen Gemeinwesen, dem Staat, aufzuheben. Und das hat nichts zu tun mit einer transdisziplinären Artikulation von sozialen Problemen. Er unterscheidet davon soziale Revolution. Eine soziale Revolution ist bestrebt, die Aufhebung der Trennung vom menschlichen Gemeinwesen zu erreichen. Das kann, wie Marx weiter ausführt, sehr partikular passieren. Überall dort, wo Menschen gegen ihre Entmenschlichung protestieren und versuchen, menschliche Subjektivität zu realisieren, passiert soziale Revolution. Und von dort her ist eine solche transdisziplinäre Artikulation sozialer Probleme im Kontext von sozialen Revolutionen nicht nur der Arbeiterbewegung zuzuschreiben. Die Frauenbewegung, da finden sich genau solche Ansätze oder dem, was wir heute neue soziale Bewegungen nennen. Eine transdisziplinäre Artikulation sozialer Probleme findet aber auch im Kontext von Professionalität statt. Exemplarisch will ich hier Alice Salomon benennen, die in ihren Grundlegungen für das Gesamtgebiet der Wohlfahrtspflege schreibt: So notwendig es aber auch ist, die verschiedenen Erscheinungsformen der Not und ihre Ursachen deutlich zu erfassen, so vergewaltigt doch alle begriffliche Formulierung und Einteilung das Leben in seine Einheit und Mannigfaltigkeit. Der Mensch, dem alle Wohlfahrtspflege gilt, ist ein unteilbares Wesen. Individuum, das heißt unteilbares. Das ist nicht unbedingt meine Konzeption, aber Alice Salomon steht hier nur als ein Beispiel hier. Man kann seine wirtschaftlichen, geistig-sittlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse nicht voneinander lösen und als gesonderte Angelegenheiten betrachten. Ich will jetzt den Zusammenhang zwischen transdisziplinärer Artikulation sozialer Probleme, Professionalität und disziplinärem Wissen zu beleuchten versuchen. Das, was ich transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit nenne, unterscheidet sich von Professionalisierung. Professionalität ist nicht gebunden, dass der Herr Oevermann aus seinem Strukturmodell ableitet und sagt, das ist eine Profession, das ist eine Semiprofession, sondern das ist eine Fähigkeit, die im Prinzip jeder und jede realisieren kann. Und sie ist als transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit dadurch gekennzeichnet, dass sie ein soziales Problem artikuliert, das die Grenzen der Disziplin sprengt. Das habe ich eben an Salomon versucht zu verdeutlichen. Das Kuriose ist, dass die Disziplinen darauf mit disziplinärer Ausdifferenzierung reagieren. In der Psychologie entsteht eine Sozialpsychologie. In den Erziehungswissenschaften entsteht eine universitäre Sozialpädagogik. In der Soziologie entsteht zunächst eine Soziologie sozialer Probleme, heutzutage, Albert Schaar, eine Soziologie sozialer Arbeit.
transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit artikuliert aber nicht nur soziale Probleme, die die Grenzen der Disziplin sprengen, sondern auch die Grenzen der Organisation sprengen. Schon bei Salomon, die Probleme, die sie artikuliert, sind in den damaligen Organisationsformen von Hilfe, nämlich der Familie, der Verwandtschaft oder philanthropischer Wohltätigkeit, nicht zu bearbeiten gewesen. Und es artikulieren sich auch Probleme, die durch die Institutionalisierung von Hilfe selbst bedingt sind. Ist vielleicht etwas zu weit gegriffen, aber schon zu Salomons Zeiten, beispielsweise durch Natop oder durch Nol, wurde der patriarchale Charakter der familiären Hilfe oder der Wohltätigkeit kritisiert. Heutzutage kritisiert transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit die Probleme, die erzeugt werden durch die arbeitsteilige Ausdifferenzierung der sozialen Arbeit. Beispiele wären jetzt eben die Antipsychiatrie oder Klaus Dörner wurde benannt mit seinem, indem er problematisiert, wie Institutionen, was die mit Menschen eigentlich anrichten. Aber transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit artikuliert nicht nur soziale Probleme, sondern sie entwickelt neue Organisationen von Hilfe. Salomon, die Wohlfahrtspflege, soziale Arbeit wollte sie nicht sagen, weil sozial damals noch sehr genossenschaftlich und linkspolitisch besetzt war. Solche neuen Organisationsformen von Hilfe wandeln sich sehr schnell in Institutionalisierungsformen von Hilfe und daraus entsteht ein ganz neuer Komplex. Zwischendisziplinäre Ausdifferenzierung und neue Institutionalisierungsformen von Hilfe entsteht dann das, was Michael Winkler sozialpädagogischer Diskurs genannt hat, nämlich dass Probleme bei der Bildung des Sozialen, die dort entstehen, jetzt als pädagogische artikuliert wird und als pädagogische versucht werden zu bearbeiten. Und so entsteht dann eine Professionalisierung sozialer pädagogischer Arbeit. Wie ist nun das Verhältnis zwischen Professionalität und Theorie zu denken? Ich habe versucht zu skizzieren, dass disziplinäres Wissen nicht unbedingt das Geeignete ist, um der Logik der Sache auf die Spur zu kommen. Wie kommt man ihr aber auf die Spur? Und eins wäre eben mimetisches Vermögen. Mimetisches Vermögen ist zu versuchen, sich der Sache so anzuschmiegen, ja geradezu eins zu werden, dass in der Erfahrung die Logik dieser Sache erkannt wird. Und ich denke, das war jetzt eine platte Version von Adorno, dass sein Begriff von Mimesis große Bezüge auch herstellt zu dem, was eben Polanyi Tacit Knowing nennt. Und weil es um soziale Angelegenheiten geht, wäre natürlich auch Empathie ein wichtiges Vermögen, um eben der Logik der Sache, in denen es in der sozialen Arbeit geht, auf die Spur zu kommen. Beide Vermögen regulieren sich selbst. Das heißt, im Unterschied zu dem, was Fabian Kessel immer thematisiert, sie lassen sich weder einer Selbstregierung noch einer Fremdregierung unterwerfen. Zu sagen, ich will jetzt mal mimetisch sein, ist ja schön und gut, dadurch wird man es nicht. Und sei doch mal empathisch, kann man sagen, der andere wird es dadurch nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich aus meiner Sicht in Empathie und Mimesis auch so etwas zeigt, was Horkheimer und Adorno objektive Vernunft genannt haben, in dem Sinne, dass sie eben der Logik der Sache am ehesten gerecht werden. Interessant ist, weil wir eben gerade bei Karin Bocks Referat auch über »Wer macht eigentlich Theorie?« dass gerade diese Vermögen bei denen, die als Frauen wahrgenommen sind, besonders stark dadurch ausgeprägt sind, dass sie sich mit frühkindlicher Erziehung, Bildung, wie wir heute sagen, auseinandersetzen. Und die geht ohne diese Vermögen überhaupt nicht.
Empathie und Mimesis ist aber ein Teil professionellen Könnens und auch dem, was ich nenne, transdisziplinäre Professionalität sozialer Arbeit. Warum rede ich jetzt von transdisziplinärer Professionalität und nicht einfach vom professionellen Können? Ja, das ist eben der Platzhalter für die Transdisziplinarität einer Theorie sozialer Arbeit. Transdisziplinär bedeutet, dass das hochspezialisierte Wissen der einzelnen Disziplinen dialektisch aufzuheben ist in neuen Synthesen. Das könnte man auch mit dem Begriff Interdisziplinarität vielleicht fassen. Aber es geht, um Adorno zu zitieren, dabei darauf, mit dem Begriff über den Begriff hinauszugehen. Und das geht nur durch eine Hineinnahme eines mimetischen Moments auch in die Theoriebildung sozialer Arbeit. Transdisziplinarität der Theorie sozialer Arbeit und der Professionalität sozialer Arbeit sind empirische Kategorien. Die habe ich mir nicht einfach nur erfunden, sondern als sozusagen sensibilisierende Konzepte lassen sich in der Geschichte und heute Momente davon finden. Sie sind aber zugleich selbstverständlich emphatische Kategorien. Und damit ist das Problem des normativen Bezugs der Professionalität, aber auch der Theorie, kritisieren kann man nur, wenn man einen normativen Bezug hat, von sozialer Arbeit gestellt. Aus meiner Sicht ist ein solcher normativer Bezug nur verantwortbar unter Bezug auf kategorische Imperative. Kant hat verdeutlicht, dass im Unterschied zu hypothetischen Imperativen kategorische Imperative verallgemeinerbar sind. Und er selbst hat als einen solchen kategorischen Imperativ das Reich der Zwecke charakterisiert. Menschen dürfen nicht für andere Zwecke instrumentalisiert werden, sondern sind Selbstzweck. Auch bei Hegel lassen sich viele kategorische Imperative finden, die bedeutsam sind für die soziale Arbeit. Das, was Hegel sittliche Vernunft nennt, oder Michael Winkler hat gesagt, dass das zu konkretisieren ist, Freiheit. Konkrete Freiheit bei Hegel als freier Wille, der den freien Willen will. Beides sind nicht nur Imperative für ein Individuum in seinem Handeln, ob es nun in der Praxis tätig ist oder Theorie produziert, sondern es sind zugleich Imperative für Institutionen, ja überhaupt für den gesellschaftlichen Produktionsprozess einer Bildung des Sozialen und einer Bildung am Sozialen. Und von daher ist der marxische kategorische Imperativ genauso mit einzubeziehen, die Überwindung aller entsubjektivierenden Verhältnisse. Und hier sehe ich das, was als soziale Bewegung bei Marx soziale Revolution genannt wird, in hoher Korrespondenz stehen zu dem, was Michael Winkler sozialpädagogisches Ortshandeln nennt. Darauf hat er sich jetzt heute nicht mehr bezogen, das ist in seiner alten Theorie von 1988, ist das eigentlich das, was er sagt, was Sozialpädagogik überhaupt auszeichnet, nämlich, dass wir als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen Orte kreieren, die von den Menschen, er hat damals noch diesen Begriff verwandt, aneignenbar sind, oder heute würde er vermutlich sagen, in deren sich ihre Subjektivität verwirklichen kann. Reine Anerkennung ist auch ein kategorischer Imperativ von Hegel. Michael Winkler würde den nicht mehr der Sozialpädagogik zuordnen. Der wäre eben Pädagogik allgemein. Da ich aber mit solchen disziplinären Dingen eh nichts anfangen kann, wie ihr gemerkt haben dürfte, ist auch Anerkennung für mich ein zentraler Aspekt, ein normativer Bezugspunkt, wobei ich über Hegel hinausgehen würde, als reine Anerkennung. Worum es aus meiner Perspektive in der sozialen Arbeit geht, ist eben auch solche Vermögen anzuerkennen, die gesellschaftshistorisch angelegt sind, aber sich nicht verwirklichen können. Heinz Sünker redet da von Märeutik und das ist ein großes Entsprechungsverhältnis. Und als ein dritter Bezugspunkt, der jetzt sehr spezifisch für mich ist,
ist, dass in der sozialen Arbeit die lebendige Arbeit im Verhältnis zur Toten den Ausschlag geben soll. Weil würde die tote Arbeit den Ausschlag geben, wäre das nicht nur zwangsläufig verbunden mit Entfremdungsverhältnissen, sondern das Gegenwärtige, das herrschaftlich geprägt ist, würde sich perpetuieren und verlängern. Damit komme ich zu meinem Schluss, zusammenfassend: Aufgaben und Ziele einer Theorie sozialer Arbeit ist eben aus meiner Perspektive die politische Allgemeinheit mit einer theoretischen Allgemeinheit zu vermitteln. Politische Allgemeinheit zielt als Bildung des Sozialen auf eine Verwirklichung menschlichen Gemeinwesens. Theoretische Allgemeinheit ist nur vorstellbar als Dialektik relationaler sozialer Zusammenhänge. Ich habe dargelegt, dass eben diese Dialektik einerseits eben das hochspezialisierte, in den Einzeldisziplinen gebündelte Wissen in neuen Synthesen aufzuheben hat. Und ich habe auch skizziert, dass das nur möglich ist als transdisziplinäres Projekt durch Hineinnahme eines mimetischen oder mimetischer Vermögen. Dennoch, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle noch mal darauf hinzuweisen, auch das ist eben nur eine neue Logik. Die Logik der Sache ist eine andere. Die werden wir darüber nicht erschließen können. Wir können nicht die Gesetze des Sozialen in dieser Theorie fassen, sondern wir können die Erfahrung, die wir haben, mit dem in eine Theorie fassen. Und als letzter Punkt gilt es eben in dieser theoretischen Allgemeinheit, sonst wäre sie keine Allgemeinheit, auch objektive Möglichkeiten zu fokussieren. Also das, was gesellschaftlich historisch angelegt ist in der Produktion des Sozialen, aber herrschaftlich blockiert wird. Das zu fokussieren, und indem wir das fokussieren, sozusagen antizipierend, auch es einer Verwirklichung entgegenzuführen. Dankeschön. Du wirst jetzt konfrontiert mit Kommentaren von mindestens drei Personen. Einen ersten Kommentar werden gemeinsam sprechen Barbara Lochner und Tobias Franzelt. Barbara Lochner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da habe ich das hier falsch zugeordnet. Da muss ich es auch im Kopf machen. Gut, aber zumindest Barbara wird den Kommentar sprechen. Barbara Lochner ist wissenschaftliche Mitarbeiter im Fachgebiet Erziehungswissenschaft und soziale Arbeit hier an der Universität Kassel. Nach einem Fachhochschulstudium und einem entsprechenden Diplom hat sie hier den Masterstudiengang Sozialpädagogik in Ausfort- und Weiterbildung studiert. Sie ist aktiv in der Erfurter Kommunalpolitik und promoviert zurzeit über ein Thema, das da lautet: Erzieherin im Team der Kindertagesstätten. Darüber hinaus hat sie gearbeitet, unter anderem zu Mikrokreditwesen, und Überlegungen angestellt, ob und wenn inwieweit derartige Modelle, die ja eher aus anderen Regionen der Welt bekannt sind, auch Möglichkeit finden sollten oder könnten in eher reicheren, nördlicheren, westlichen Ländern dieser Hemisphäre einen Niederschlag zu finden. Es stimmt, die zweite Hälfte dieses ersten Kommentars spricht Holger Schonewille. Holger Schonewille ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frühen Kindheit an der TU Dortmund. Inzwischen, er war bis vor kurzem, also bis Mitte des letzten Jahres, Mitarbeiter hier an der Universität Kassel im Fachbereich Sozialwesen und anschließend dann im Fachbereich Humanwissenschaften. Er hat hier in Kassel sein Diplom abgeschlossen, das hieß damals noch Diplom 2 und Diplom 1. Wer es übersetzen möchte, der darf und kann, glaube ich, die Begriffe Bachelor und Master durchaus anwenden, obwohl diejenigen, die die Titel tragen, möglicherweise diese verkürzende Einordnung doch auch kritisch sehen. Er war Mitglied im Studienkolleg, im gesellschaftswissenschaftlichen Studienkolleg
der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hat mehrere Studienaufenthalte auch außerhalb dieser Region hinter sich und er promoviert zu einem Thema, das sich beschäftigt mit den Tafeln und er rekonstruiert die Bedeutung der Tafeln für diejenigen, die sie nutzen. Darüber hinaus war und ist er an Publikationen beteiligt zu Fragen der Bildung, der sozialen Ungleichheit und der Anerkennung. Ein zweiter Kommentar wird gesprochen von Nina Lindner, Stefanie Kömpel, Nicola Franke und Jessica Süß. Wer von diesen Vieren jetzt gleich sprechen wird, das weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall diesen Kommentar gemeinsam verfasst, da gehe ich von aus, und sie werden ihn auch gemeinsam verantworten. Aber zuerst Barbara und Holger. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Holger und ich versuchen jetzt verschiedene Aspekte aufzugreifen. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, weil ich anfangen muss und ich hatte mich ehrlich gesagt in Ihren Texten eher so ein bisschen auf dem, was ich gelesen habe, Empirie-Bashing, das Sie betreiben, eingestellt. Das haben Sie jetzt gar nicht so gemacht. Das find ich ein bisschen schade. Den Kommentar können wir also weglegen. Ich habe noch einen anderen. Gut. Und zwar knüpft das vielleicht eine Empfindung an, die ich auch mit Ihren Texten habe, und zwar die Begrifflichkeiten, die ja durchaus, wenn man vielleicht nicht so ganz firm ist in der marxistischen Theorie, auch manchmal schwer zu greifen sind. Und ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht mal anknüpfen an den Begriff der toten Arbeit, über den ich viel nachgedacht habe, als ich ihre Texte gelesen habe und den ich als Kritik sehr spannend finde, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt als möglich, wenn man über soziale Arbeit spricht. Sie nutzen die Begriffe lebendige und tote Arbeit, um die lebendige Beziehungsarbeit zwischen Akteurinnen des Sozialen vom eher technischen Handwerkszeug, so würde ich es lesen, der toten Arbeit also zu trennen. Unter letzterem, das haben Sie ja jetzt eben auch selber gesagt, verstehen Sie Gesprächstechniken, Trainingsmethoden. Und ich habe beim Lesen Ihrer Texte auch noch ein bisschen weiter gedacht, vielleicht betrifft das auch administrative Vorgaben, Checklisten, Einschätzungsbögen, Qualitätsverfahren und was man sich nicht alles so heute ausdenkt, um Verfahrenswege zu standardisieren. Und Sie negieren ja auch nicht, oder Sie sagen ja auch, es ist ein wichtiger Teil, oder es kann schon ganz nützlich sein, vielleicht eher so. Zielen aber doch ganz klar darauf ab, eben, dass es die Eigentätigkeit, die Irritation in der Beziehung im Sozialen braucht. Damit eben soziale Arbeit oder das Soziale insgesamt nicht in Routinen oder Ritualen erstarrt. Genau das, also das Erstarren in Routinen, in Ritualen, in standardisierten Verfahren, wäre ja eben genau das Gegenteil von Fallbezug und der Fähigkeit, sensibles, achtsames Engagement in Interaktion und das darin verankerte Potenzial der Krise. Die Krise habe ich von Oevermann, Sie nennen das ein bisschen anders. Ich suche das mal aus einem anderen Kommentar. Sekunde. Das ist nämlich sehr schön. Die Anregung eines dynamischen Moments, das sich ergibt, wenn sich mindestens zwei Eigentätigkeiten mit unterschiedlichen Bewegungsgesetzen berühren. Ich habe das mal für mich kurz, wahrscheinlich verkürzt, zusammengefasst als Krise. Genau, jetzt ist mein Kommentar, bei dem ich gerade bin, weg. Gut. Also das verankerte Potenzial in der lebendigen Beziehung eben der Krise zu heben, wäre damit verschenkt, wenn man sich nur noch auf die tote Arbeit, wie Sie sie nennen, beschränken. Unschlüssig bin ich deswegen mit dem Begriff der toten Arbeit, weil er einerseits zwar kritisch auf das sinnlose Unterfangen abzielt,
soziale Probleme mit immer detailreicheren Handhabungen und Standardisierungen begegnen zu wollen. Also gerade aktuell ist das vielleicht auch ein sehr wichtiger Beitrag dieses Begriffs. Andererseits stellt sich für mich die Frage, inwieweit Technik und Methoden noch Werkzeuge des Sozialen sein können, ohne eben offen, vage, flexibel, nicht ganz klar bestimmbar zu sein. Also was ich damit sagen will, tote, also geronnene Arbeit, existent möglicherweise sogar nur als monofunktionales Produkt, erscheint mir keine ausreichend anpassungsfähige Unterstützung für lebendige Beziehungsarbeit zu sein, woraus folgt, dass Techniken und Methoden für die soziale Arbeit unbrauchbar werden, sobald sie eben in den Begriff der toten Arbeit gefasst sind. Und weil ich jetzt, glaube ich, schon sehr lange geredet habe, würde ich jetzt einfach an dich abgeben und alle anderen Sachen gerne mit Ihnen an anderer Stelle besprechen. So einem Text... So einen Text und so einem Vortrag kann man sich nur fragend nähern. Der Text, den wir zur Vorbereitung bekommen haben, hieß das Projekt einer kritischen sozialen Arbeit, ein Zombie. Die Frage, was der Zombie eigentlich ist, das müssen wir gleich auch nochmal klären. Vielleicht hat es ja was mit der toten Arbeit zu tun. Ich würde einmal gerne noch anschließen an Barbara Lochner, denn in der Tat, auch bei meiner Lektüre, in der Diskussion mit Barbara, war das ein ganz zentraler Auseinandersetzungspunkt. Noch einmal zur Vergewisserung. Tote Arbeit, das ist gewissermaßen der Hinweis darauf, dass auch professionelle Techniken, Methoden, Techniken, Rituale, Institutionen von Menschen hervorgebracht wurden, also Resultate von Menschen sind durch Arbeit hervorgebracht worden. Sie kritisieren diese tote Arbeit nun. Die Frage, die sich für mich stellt, ist nicht genau das, dass professionelle Techniken, ja, und ich möchte jetzt nicht in diese alte Methodendebatte zurückgehen, aber wenn sie reflektiert sind, genau so ein bisschen Sicherheit doch in einem relativ unsicheren professionellen Setting geben können. Und in der Rigidität, in der sie quasi diese Form von Technik und Methodik kritisieren, nehmen sie da nicht gewissermaßen den Professionellen und den Professionellen in der Praxis das letzte bisschen Sicherheit in ihrem Handeln? Ist nicht gewissermaßen eine gewisse Form von Neugierde, Begierde dahingehend, dass tatsächlich auch Methodenbücher gelesen werden wollen und so weiter und so fort, genau das Verlangen von Professionellen, ein bisschen Sicherheit in diesem Kontext zu bekommen. Und wie müsste dieses Verhältnis ausgestanden werden? Das ist die erste Frage. Das zweite, jetzt gerade bei Ihrem Vortrag habe ich gedacht, vielleicht habe ich jetzt doch noch ein bisschen mehr verstanden als in dem Aufsatz, wo ich ein bisschen stärker stehen geblieben bin. Und zwar bei der Frage, woher bekommen wir eigentlich so etwas wie einen kritischen Horizont für eine kritische soziale Arbeit? Da scheint mir, ich habe es gerade schon mal versucht zu erwähnen, der Begriff des Subjektes oder, wie Sie gerade noch mal gesagt haben, der Subjektivität doch in besonderer Weise eine Rolle zu spielen. Sie haben gerade eben gesagt, immer dann, wenn Menschen versucht haben, zu ihrer Subjektivität zu kommen, ist das in Revolutionen, hat das zu Revolutionen geführt. Das andere sind gewissermaßen eher als transdisziplinäre Äußerungen von sozialen Problemen zu verstehen, zu wesen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, worin können wir denn jetzt hier eigentlich Subjektivität ausmachen? Also wie können wir Subjektivität eigentlich substanziell füllen? Ich würde das von dem Hintergrund meiner Überlegung, von dem Hintergrund einer anerkennungstheoretischen Überlegung formulieren, also dass Menschen in gewisser Weise in sozialen Nahbeziehungen sich selbst bestätigt finden müssen, dass sie im Kontext von Recht als Gleicher unter Gleichen anerkannt werden müssen und im Kontext einer so ausgestatteten Gesellschaft in Bezug auf Leistung sich auch als ein wertvoller Teil innerhalb der Gesellschaft ausfüllen müssen. All diese drei Dimensionen, bei Honneth nochmal deutlicher zu finden, würde ich damit füllen. Bei Ihnen bin ich mir ganz unsicher, ob Sie dem überhaupt zustimmen könnten, ob Sie überhaupt damit was anfangen können oder ob Sie Subjektivität in ganz anderer Weise füllen würden. Und mit diesem Fragezeichen vielleicht würde ich den Kommentar auch beenden. Ja, schönen guten Abend. Um das aufzulösen, mein Name ist Nicola Franke. Mein Name ist Jessica Süß. Ja, sehr geehrter Professor May, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierenden,
Zuallererst möchten wir Ihnen danken, Professor May, auch Frau Lochner und Herrn Schoenwilde für Ihre Ausführungen. Und unser Kommentar bezieht sich auf Ihre Texte. Das Projekt einer kritischen Theorie sozialer Arbeit, ein Zombie, und auf den Text Kristallisationspunkte von professioneller und disziplinärer Theoriebildung. Ihre Texte, und das erlauben Sie mir, waren für uns eine Herausforderung. Ja, wir wollen in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit auf einige wenige Ausführungen zu Ihren Texten kommen. Ganz nebenbei haben wir uns auch gefragt, was Sie wohl mit dem Begriff Zombie in dem Text meinten oder in der Überschrift. Vielleicht könnten Sie das auflösen. Ja, sich mit Ihrer Theorie zu beschäftigen, ist eine interessante und eine bedeutende Aufgabe. Wenn wir uns als Studierende mit Theorien der sozialen Arbeit beschäftigen, bedeutet das für uns, einzutauchen in eine spannende Wissenschaft. Wie wir an diesem heutigen Abend bereits feststellen konnten, muss und sollte man als Studierende viele Sichtwechsel zulassen. Die Sichtwechsel von unterschiedlichen Theorien halten manchmal Unverhofftes bereit. Und es wurde uns heute Abend auch deutlich gemacht, dass eine soziale Arbeit wohl ohne eine Theorie auch nichts wäre. Für uns macht es nach dem Lesen Ihrer Texte den Anschein, dass die Praxis der sozialen Arbeit oft nicht auf der Grundlage von Theorien handelt. Und es macht uns weiter den Anschein, dass sie instinktiv nach subjektiven bzw. nach politischen Entscheidungen handelt. Die zentrale Frage, die sich für uns stellt, ist folgende. Wie können wir der Praxis einen Zugang zur Perspektive der kritischen Theorie sozialer Arbeit verschaffen? Wir, Masterstudierende, irgendwann auch in Praxis gearbeitet, für die ich hier stellvertretend spreche, sind mit sozialer Arbeit ein Stückchen weit vertraut. Und uns ist aufgefallen, dass Sie immer wieder hervorheben, dass es der Anspruch einer kritischen Theorie ist, sowohl für die Disziplin, also für die Wissenschaft, als auch für die Praxis Impulse zu geben. Und Sie sagen, und das haben Sie ja eben ausgeführt, dass sowohl im Theoretischen als auch im Praktischen die Akteure der sozialen Arbeit sich Gedanken darüber machen sollten, welche objektiven Möglichkeiten ihre Adressatinnen haben. Diese Forderung empfinden wir als eine der wichtigsten für die Praxis der sozialen Arbeit. Es kann nicht nur eine Lösung für die jeweiligen Adressatinnen nach einem bestimmten Muster, Schema F, geben. Als Sozialpädagoge ist es wichtig, immer wieder gemeinsam mit den Adressatinnen zu schauen, welche Lösungsmöglichkeiten es für die Probleme oder Herausforderungen geben kann. So wie wir Sie verstanden haben, gehen Sie bei objektiven Möglichkeiten von allem, was prinzipiell denkbar ist, aus und nicht nur von dem, was in den Programmen selbst ausgeführt ist. Was uns immer wieder bewusst wird, ist, dass die Perspektive einer kritischen sozialen Arbeit von Sozialarbeiterinnen viel Mut verlangt und natürlich auch Engagement. Es geht auch immer darum, Regeln und Vorstellungen von sozialer Arbeit nicht einfach hinzunehmen und umzusetzen, sondern an der Gestaltung der sozialen Arbeit und auch der Gesellschaft mitzuwirken. Die Perspektive einer kritischen sozialen Arbeit oder einer Theorie der sozialen Arbeit sollte und muss für die Gestaltung der sozialen Arbeit wichtige Ansatzpunkte hervorbringen. Die Praxis findet jedoch oft nur schwer einen Zugang zu den Impulsen der theoretischen Diskussion. Für uns stellt sich nun die Frage, was muss sich verändern, damit die Praxis einen Zugang findet? Und muss sich die Gesellschaft verändern? Wir haben ein Beispiel aus der Jugendberufshilfe und fragen uns, welche Ziele verfolgt sie eigentlich? Also in unseren Augen ist ihr Ziel, die Jugendlichen wieder Teil einer Marktwirtschaft werden zu lassen. Sie sollen eine Arbeit finden, damit sie sich wieder am System beteiligen. Es geht darum, sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist nicht nur in der Jugendhilfe so, sondern ebenfalls in der Erwachsenenbildung und in der Behindertenhilfe. Die Jugendlichen sollen zunächst einmal eine wirtschaftliche Teilhabe erleben und weniger eine soziale Teilhabe. Sie sind wieder, wie sie wiedergeben, handelt es sich bei sozialer Arbeit, die sich da, also nur damit zufrieden gibt, nur im Interesse des Systems und nicht im Interesse der Adressaten. Deshalb müssen Sozialarbeiter konstant hinterfragen, ob ihr Handeln für Menschen hilfreich ist und den Bedürfnissen der Adressaten gerecht werden. Wollen die Jugendlichen wirklich Teil der Marktwirtschaft werden oder was haben sie darüber hinaus für Wertevorstellungen?
Also wir stimmen mit Ihnen überein, dass sich eine vernünftige Praxis der sozialen Arbeit an einer Perspektive der kritischen Theorie sozialer Arbeit, die Sie benennen, orientieren soll. Hier wäre es sinnvoll, nicht nur, wie Sie sagen, in den Programmen zu schauen, um herauszufinden, was die beste Lösung für die Adressaten ist, sondern vielmehr zu schauen, welche Möglichkeiten es für die Jugendlichen gibt und wie diese gemeinsam mit ihnen umgesetzt werden können. Sie, Herr May, gehen davon aus, dass dem Einzelnen zwar in Problemlagen geholfen werden muss, diese Probleme des Einzelnen ergeben sich jedoch aus der Gesellschaftsstruktur und können nicht auf diese Weise gelöst werden. Es ist gerade für die soziale Arbeit wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass sie sich dafür einsetzen muss, das gesellschaftliche System zu verändern, damit es weniger Einzelfälle gibt, die in Problemlagen geraten. Wie Sie sagen, wird uns hier wieder sehr deutlich, dass soziale Arbeit auf der einen Seite als Hilfesystem arbeitet, welches sich selbst reflektiert und legitimiert. Auf der anderen Seite ist soziale Arbeit ein disziplinär und soziologisch ausgerichtetes Wissenschaftssystem, das sich von außen beobachtet. Wir haben da mal überlegt, und das bedeutet für uns, dass zum Beispiel die klassische Einzelfallhilfe in Familien natürlich helfen muss, um die Entwicklungsschwierigkeiten von Kindern zu beheben. Wenn soziale Arbeit jedoch, wie bereits eben genannt, ein Wissenschaftssystem ist, das von außen beobachtet, muss die soziale Arbeit dafür kämpfen, dass sich das System zugunsten der Benachteiligten verändert, also der benachteiligten Menschen. Abschließend hatten wir noch eine Sache aufgenommen, was wir uns auch gefragt haben: Kann es gelingen, soziale Arbeit in Probleme ihrer Theoriearbeit zu überführen und umgekehrt? Sie sagen, das sei nur möglich, wenn es gelingt, die verallgemeinernden Interesse an menschlicher Verwirklichung mit den wissenschaftlichen Verallgemeinerungen einer Theoriebildung von sozialer Arbeit zusammenzubringen, was explizit Anspruch sowohl der Lebenswelt, Alltagsorientierungstheorieansätzen ist, wie auch der dialektisch-materialistischen Praxisphilosophie sowie des Projektes einer kritischen Theorie sozialen Arbeit. Und damit möchten wir jetzt auch schließen. Recht herzlichen Dank für die beiden Kommentare. Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Robby Hörster, Andreas, Herr Gärtner, Sie. Robby, fängst du an? Ja, gerne. Michael, du hast ganz am Anfang Marx rezipierend eine Differenz aufgemacht, auf der einen Seite zwischen Realität und dem Denken der Realität. Und das wäre meine Frage, da würde ich ganz gerne einfach mal einsetzen. Ich fand das sehr weitgehend und sehr irgendwie auch in dem Traditionszusammenhang, in dem du jetzt expliziert hast und in dem du dich bewegt hast, hast du in meinen Augen sozusagen das Allerletzte in diesem Traditionszusammenhang rausgequetscht zu diesen Fragen, die uns hier alle bewegen. Und das fand ich sehr faszinierend, wie du das gemacht hast, also auch durch die Schematisierung und die Klassifikation, die da drin steckt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen schon sozusagen in dieser Weise klassifiziert, so ein bisschen so ein Geschmäckle. Da will ich nochmal ansetzen an dieser Trennung, die du ganz am Anfang vorgenommen hast, also weil die mir ein bisschen problematisch erscheint. Ist das so zu verstehen, dass in der Realität nicht gedacht wird? Das wäre meine Frage. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich bei dem Vortrag gefragt, gerade in Bezug auch, also in starken Bezug auf die marxistische Theorie oder Perspektive, ob das, was Sie vorgestellt haben, überhaupt eine Theorie sozialer Arbeit ist oder ob es nicht vielmehr ein Wunsch dessen ist, was soziale Arbeit sein sollte. Schaffst du noch eine Frage? Ja. Zunächst einmal möchte ich recht herzlich danken, dass Sie so gelungen halt eben den guten Marx uns wieder vor Augen geführt haben. Ich finde es außerordentlich hilfreich und wie gesagt, ich empfinde es auch als sehr gelungen, wie Sie es gemacht haben.
Und jetzt ist für mich die Frage grundsätzlich, die hat übrigens mit Marx erstmal direkt nichts zu tun, müsste es nicht eine Arbeit aller am Sozialen beteiligten Disziplinen sein, in Theorie und Praxis, oder besser gesagt in Praxis und Theorie, die Partnerschaften innerhalb der Gesellschaft voranzubringen, deren zwei zu nennen seien, die Partnerschaft der Geschlechter und die Partnerschaft der Generationen. Weitere wären ausfindig zu machen und entsprechend auch mit einzubeziehen in das Konzept. Zweitens ist für mich die Frage, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, inwieweit überhaupt ein theoretisches Instrumentarium vorliegt, um halt eben eine Pluralität von Subjekten angemessen bearbeiten zu können. Da finde ich, hat also der Philosoph Gotthard Günther Großartiges geleistet, ein Hegel-Schüler aus dem vorigen Jahrhundert, der sich die Frage gestellt hat im Anschluss an Hegel, wie ist denn überhaupt adäquat ein Subjekt zu thematisieren? Welches sind die minimalen formalen Bedingungen, um damit nicht Schiffbruch zu erleiden? Also mir scheint, dass da auch nochmal ein Punkt ist, der an dem vieles zu bearbeiten ist. Gotthard Günther hat es sich auch herausgenommen, von einer Dialektik von Hegel und Marx zu reden. Also nicht die Dialektik bei Hegel und Marx, sondern Hegel und Marx selber in ein dialektisches Verhältnis gebracht. Auch das ist nochmal eine Geschichte, die ich hochspannend finde, einer Spur, die weiter nachzugehen ist. Aber ich möchte jetzt erstmal auf die ersten beiden Fragen beschränken. Michael, bitte. Du musst nicht auf alle Fragen antworten. Das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Ich würde zunächst einmal sagen, oder meinen Respekt den Studierenden gegenüber ausdrücken. Sie haben das Glück, in der Gruppe gearbeitet zu haben. Allein ist man, glaube ich, den Texten, die ich schreibe, also an denen verzweifelt man dann. Im Übrigen wurde ich in unserer Hochschule lange Zeit als Praktiker wahrgenommen und viele nehmen mich immer noch als Praktiker wahr, weil ich eben nicht nur Theorie betreibe, sondern eben einer der wenigen an unserer Hochschule bin, der eben praktische Erfahrung hat und immer noch praktische Feldforschung macht. Warum ich so kompliziert schreibe, ist schlicht, das, was ich schreibe, ist auch tote Arbeit. Und ich möchte nicht, dass es tote Arbeit ist. Für mich ist es auch vollkommen uninteressant, ob Leute, die meine Texte lesen, quasi mich verstehen. Das interessiert mich gar nicht. Was ich provozieren will, ist, dass bei ihnen lebendige Arbeit ausgelöst wird, dass sie durch Lesen meiner sehr abstrakten Begriffe selber Zusammenhänge herstellen, beziehungsweise Dinge irritiert werden. Und mir geht es so, und ich hoffe, dass es anderen auch so geht, wenn ich heute, ich sage jetzt mal Mainstream in der Forschung lese, ja, das ist Futter für Anträge zu schreiben. Wenn ich einen alten philosophischen Text lese, auch wenn ich den irgendwie erstmal zweckrational eigentlich nur verwenden will, ich bleibe hängen und ich brauche Stunden, weil er so viel in mir an lebendiger Arbeit in Gang setzt. Und ich weiß, dass ich anders Marx lese, als Marx das je gedacht hat. Ich weiß, dass ich alle Philosophen anders lese. Es ist mir egal, was die Philosophen gedacht haben. Es ist mir auch, also Ihnen oder euch sollte es egal sein, was ich denke. Das war die Überleitung auch zu toter und lebendiger Arbeit. Marx hat diesen Begriff geprägt, ja nur um zu verdeutlichen, in der klassischen politischen Ökonomie, dass nicht Kapital, Boden und Arbeit die drei Wertschaffenden sind, sondern dass letztendlich nur menschliche Arbeit wertschafft, ja, und dass der Boden nur so wertbreit, weil man da Arbeit reingesteckt ist und Kapital nichts anderes ist als eben mehr Arbeit. Ja, und was ich feststelle, überhaupt, also nicht nur in den Sozialwissenschaften, besonders eben auch jetzt in den neuen, dass so Dinge verobjektiviert werden. Es gibt auf einmal ein Sozialkapital. Woher kommt denn das? Woher fällt das vom Himmel? Es wird nicht deutlich, dass Sozialkapital Beziehungsarbeit eigentlich ist und hergestellt wird. Es wird so getan, als ob das verfügbar sei. Es wird so getan, als ob unser Hirn denkt. Das Hirn ist nichts anderes als tote Arbeit. Es entsteht im Denken und im Handeln und im Fühlen. Unsere Hand ist nicht geschaffen, um irgendwas zu arbeiten. Sie entsteht eben im Arbeiten. Und jetzt komme ich auf den Subjektivitätsbegriff.
Marx redet, das ist ein ganz schwieriges Ding, von der Subjektivität gegenständlicher Wesenskräfte. Und das ist ein Versuch, die Subjekt-Objekt-Dialektik aufzuheben. Und auch der Aneignungsbegriff ist sicher ein anderer als der der kulturtheoretischen Schule, weil für ihn ist Aneignung von äußeren Objekten, die eh wieder Produkt menschlicher Arbeit sind, nicht anderes als menschliche Selbstverwirklichung. Und Subjektivität könnte man jetzt fast für mich synonym setzen mit lebendiger Arbeit. Die lebendige Arbeit ist auch nicht die eines Subjekts, sondern entsteht in Beziehungen. Und häufig regulieren sich Beziehungen selbst. Nicht der eine oder der andere, sondern die Beziehung reguliert sich selbst. Und auch das ist ein Moment von Subjektivität. Das kann ich jetzt nur kurz skizzieren, können wir heute Abend beim Wein, den ich bevorzuge, nicht beim Bier, gerne drüber weiter diskutieren. Aber das ist ein entscheidendes Element. Und von dort her auch nochmal wegen der Anerkennung. Ist mir wichtig, also ich glaube nicht, dass Honneth eben über Hegel hinausgeht, im Gegenteil, mir sind die alten Hegel-Texte wichtiger, aber das Entscheidende ist, dass in Anerkennungsverhältnissen eben die sich aus meiner Perspektive an Marx geschult nicht darauf beschränken dürfen, das, was sozusagen vom anderen erkennbar wird, sich darauf zu beziehen und das anzuerkennen, sondern eben auch das, was an Vermögen in ihm historisch akkumuliert angelegt ist, aber sich nicht verwirklichen kann. Und dadurch wird Subjektivität wieder provoziert. Und die lebendige Arbeit, die gebunden ist, bekommt den Ausschlag im Verhältnis zur toten Arbeit, weil alle Potenziale, Habitus oder sowas, ja, ist tote Arbeit. Und ohne das kommen wir auch nicht aus. Also es ist, wir können auch die lebendige Unmittelbarkeit von einer Beziehung nicht herstellen ohne diese tote Arbeit. Wir brauchen Gesten, Ritualen, die bilden sich in frühkindliche Interaktion des Säuglings mit der Mutter bilden sich sofort solche Rituale heraus. Und die Frage ist schon da, im Prinzip gewinnt die tote Arbeit die Macht über die lebendige, das erstarrt, Bildung wird sozusagen fast stillgestellt, oder variieren die immer wieder neu durch Hinzusetzen von lebendiger Arbeit und es gibt vielfältig. Und das ist das Faszinierende eigentlich auch an Bourdieus Habitus-Theorie, dass quasi sich das akkumuliert dann. Aber wenn die tote Arbeit, wenn die Rituale, die Macht über die Lebendigen, passiert nichts mehr, da produziert sich immer wieder das Gleiche. Und von daher, ich habe nichts gegen Methoden und das hat Barbara Lochner, finde ich, gut dargestellt und dass man eben das nicht technisch anwenden kann. Ich habe nichts gegen Methoden, ich bin für Methoden unter anderem Beruf und lehre sowas auch, aber eben nicht als immer mit dem Verweis darauf, dass die lebendige Arbeit zuzusetzen ist. Zu dem Zombie. Zombie ist ein Untoter. Also irgendwie ist der zwischen lebendig und toter Arbeiten. So sehe ich auch eben das Projekt einer kritischen Theorie sozialer Arbeit. Es bleibt hoffentlich nicht eben tote Arbeit, aber sie ist auch nicht lebendige Arbeit. Und weil die Studierenden nochmal gesagt haben, was hat das für eine Funktion für die Praxis? Werner Thole macht ja jetzt auch so ein Projekt. Professionelle in ihrem Handeln lassen sich in der Regel nicht von disziplinären Wissen anleiten, sondern stützen sich eher auf berufliche Routinen etc. Es ist übrigens nicht ein Problem der sozialen Arbeit. Ich mache ja jetzt gerade ein Projekt über Palliativversorgung, wo die Ärzte machen das nicht anders, die beziehen sich nicht auf das, was sie in der Uni gelernt haben, sondern auf ihre beruflichen Erfahrungsschatz, den sie dort gesammelt hat, die in der Pflege machen das so.
Also das ist nichts Besonderes. Was Theorie aber leisten kann, ist tatsächlich eben immer wieder zu irritieren und neue Orientierung zu bekommen. Und ich persönlich hätte zum Beispiel mit Rechtsradikalen oder Rassisten nicht arbeiten können, hätte ich nicht eine Theorie, die mir sagt, dass das, was sie machen, nicht alles ist. Nur auf dieser Basis kann ich dann auch eine anerkennende Beziehung zu denen entwickeln. Die bezieht sich nicht auf ihr rassistisches Gedankengut oder sondern auf andere Vermögen, die bei ihnen da sind, die eben nicht zur Erfüllung kommen. Ja? Und dazu brauche ich dann eine Theorie, die mir das, das kann ich nur von mir sagen, subjektiv, die mir das erlaubt. Robby, logisch, denken alle Menschen, ich habe ja auch gesagt, auch ich komme aus diesem Zirkel nicht heraus. Ich denke nur, was unterschätzt wird oder weshalb ich Polanyi so faszinierend finde, ist, dass das, was wirksam ist in sozialen Beziehungen, oft eben nicht eben jetzt Logiken folgt, wie wir sie in der Disziplin haben, sondern anderen intuitiv, mimetisch etc. Und ich will eigentlich dieses Wissen rehabilitieren. Und das ist vielleicht mit der Partnerschaft oder so, da müssen wir uns auch, glaube ich, beim Wein erinnern. Den Philosoph, der interessiert mich auch nochmal, den habe ich nicht gelesen. Das müssen wir nachher ausmachen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren durch den Zwischen. Was habe ich gehört? Das müssen wir nachher. Nee, das war. Was war davor, was ich angefangen habe? Naja, egal. Michael, lass es so stehen. Ja. Ja? Recht herzlichen Dank für deinen Beitrag. Barbara Holger, recht herzlichen Dank für euren Beitrag. Ihnen beiden auch recht herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube, es gelingt mir nicht, ein Fazit zu ziehen. Das sollten wir jetzt auch nicht versuchen. Wir freuen uns auf die Beiträge morgen, auf den Beitrag von Björn Kraus, auf den Beitrag von Fabian Kessel und auf den Beitrag von Karin Böllert. Zwei Dinge würde ich ganz gerne aber noch herausstellen, weil ich glaube, die werden morgen nochmals aufgegriffen werden. Die erste Frage, die wurde eben beim Beitrag von Karin Bock schon diskutiert, ist die Frage, inwieweit wir eine normative, über eine große Erzählung provozierte und grundgelegte Theorie benötigen oder ob nicht vielleicht kleinteiliger sich die Theorie für und der sozialen Arbeit empirisch fundiert. Und eine zweite Frage hat Michael May auch mit dem Begriff, glaube ich, auf die Tagesordnung gestellt. Das ist die schlichte Frage, ob und inwieweit sich eine Theorie der sozialen Arbeit und auch die professionelle Tätigkeit über einen disziplinären Kontext, der eindeutig gerahmt ist, auszuweisen hat, oder ob dieser nicht möglicherweise transdisziplinär angelegt ist. Ich glaube, Letzteres war ja immer schon, aber soweit ich zurückblicken kann, Hans Thiersch, du kannst vielleicht morgen noch mal was dazu sagen, waren wir immer bemüht, diesen transdisziplinären Kontext disziplinär zu verengen, weil zur Herausbildung von disziplinärer Identität gehört auch die Markierung eines eindeutigen wissenschaftstheoretischen Ortes, auf den ich mich beziehe, um im Grunde auch professionelle Identität entwickeln zu können. Möglicherweise ist dieses sehr schematisch und verkürzt dargestellte Modell in Frage zu stellen. Wir können diese Frage vielleicht morgens nochmal aufgreifen und Michael, du hast dann die Möglichkeit, uns daran zu erinnern. Was ich bewundere, und dann schließe ich ab, wie du die klassischen Begriffe nochmal reaktivierst, ohne dich selbst zu zwingen, sie an neuere Begriffe anzuschließen. Also wenn ich von toter Arbeit oder von Arbeit sprechen würde, ich benutze diese Begriffe heute nicht mehr, viele andere auch nicht mehr. Wir sprechen dann von Herstellungsprozessen,
Konstitutionsprozessen beschreiben aber etwas Ähnliches. Wenn dem nicht so sein sollte, hast du auch morgen die Möglichkeit, noch zu korrigieren und zu widersprechen. Nicht jetzt, dann vielleicht auch später.